Heute vergleiche ich das Huawei P40 Lite E mit dem Samsung Galaxy A21s. Ein würdiger Vergleich. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Gewinner. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Beim Punkt Design ist das P40 Lite E mit 50:48 Punkten sehr knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 16 Gramm leichter, 0,8 mm dünner, 3,8 mm kürzer und 10,2% geringeres Volumen. Das Galaxy A21s hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 0,8 mm schmaler. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das P40 Lite E eindeutig mit 42:31 Punkten. Es punktet hier mit folgendem Vorteilen: besitzt ein IPS-Panel. Das Galaxy A21s hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 0,4% höhere Pixeldichte, 2,6% höhere Auflösung und 1,7% größere Bildschirmgröße. Leistung. Im Bereich Leistung ist das Galaxy A21s mit 82:78 Punkten knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 2,6% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 4 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 384 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das Galaxy A21s mit 50:49 Punkten haarscharf vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 3,5% mehr Megapixel der Hauptkamera und 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Das P40 Lite E hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 10% größere Blende bei minimaler Brennweite und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio ist das Galaxy A21s mit 58:50 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: ein Mikrofon mehr. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Galaxy A21s eindeutig mit 65:49 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 25% mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Galaxy A21s sehr knapp mit 76:74 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat Wi-Fi 5 Verbindung, dreifach schnellere Uploads, hat ein Gyroskop und hat Typ-C USB-Anschluss. Das P40 Lite E hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 33% schnellere Downloads, unterstützt NFC und unterstützt 2 SIM-Karten. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Samsung Galaxy A21s mit 46 haarscharf vor dem Huawei P40 Lite E mit 45 Punkten. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unter dem Video verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.